Sie haben viel gehört über CO2-Neutralität. Sie haben gehört, dass wir ein CO2-Budget zu verbrennen haben. Und dann will man hinunter bis auf CO2-Neutralität. Sie merken aber, dass sich diese Kurve nicht asymptotisch annähert, sondern man hat hier in diesem grauen Bereich etwas getan. Alle denken, dass wir es nicht schaffen werden, rechtzeitig schon hier neutral zu sein, sondern wir werden weit in die zweite Hälfte des Jahrhunderts hinein brauchen, um eine globale CO2-Neutralität zu bekommen. Wir müssen eigentlich sogar negative Emissionen haben, CO2 aus der Atmosphäre entziehen und irgendwo unterbringen. Es gibt prominente Vertreter, die sagen, ja, richtig, CO2-Neutralität, wir brauchen eine Energiewende, Sie alle wissen, was das ist, und diese Energiewende ist im Kern eine Technikwende. Ich glaube das nicht. Ich will Argumente liefern dafür. Sie sehen hier den Weltverbrauch pro Jahr derzeit und 2050 soll er ordentlich angestiegen sein. Das ist immer noch verschwindend gering. Also, wenn man noch die anderen regenerativen Energien dazu nimmt und Wind insbesondere, dann kann man diesen Bedarf längst decken. Das heißt, die Techniker senden uns die Botschaft, Leute, entspannt euch. Wenn das so wäre, könnte ich jetzt nach Hause gehen und Sie auch, wenn nicht schlecht, ne? Ein weiterer Aspekt ist, und da haben Sie ja schon was drüber gehört, Climate Engineering, also großskalige Eingriffe in das Klimasystem, um entweder CO2 zu verbuddeln oder aber die Welt abzukühlen und so weiter und so fort. Und da gibt es aber eine Reihe von Fragen, die nicht geklärt sind und die im Moment erst zaghaft beforscht werden. Zum Beispiel, wer ist haftbar und wer muss blechen, wenn es schief geht? Also im Moment sind da noch ein Haufen ungeklärte Fragen. Keiner weiß, was passiert und wenn was passiert, wie man damit umgehen soll. Der Rebound-Effekt, also das Auffressen von Effizienzgewinnen, hat mit Wirtschaftswachstum, Konsum und Wohlstand zu tun. Je effizienter die Politik Geräte will, desto mehr Rebound wird erzeugt. Das freut alle. Also Effizienzgewinne haben eine ganz hohe Akzeptanz. Nur alle Effizienzgewinne werden wieder ins System eingespeist und kommen wieder in CO2-Kreislauf. Das heißt, es wird wieder konsumiert, wird wieder CO2 produziert. Wir haben nichts gewonnen am Ende. Das ist eine Politik, die ist auf Wirtschaftswachstum ausgerichtet und nicht auf Energie, auf Einsparung von CO2-Emissionen. Ich denke, es ist aber trotzdem notwendig, dass wir unsere Lebensweisen verändern. Und da gehört eben eine Hinzunahme von Überlegungen der Suffizienz neben dieser Effizienzüberlegung dazu. Effizienz wird durch Rebound vielfach aufgefressen, also brauchen wir Überlegungen der Suffizienz. Einer der Leute, die ganz stark sich damit beschäftigt haben und sich überlegt haben, wie kann man so etwas denken und welche Elemente gehören dazu, das ist der Nico Pech. So wie es jetzt ist, 40 Stunden Arbeitszeit, ja, plus minus auf eine Stunde kommt es mir nicht an. Und da steht monetärer Bereich, das heißt Bereich, ich arbeite gegen Geld. Pech teilt das jetzt auf in zwei Hälften. 20 Stunden bleiben in dem monetären Bereich, 20 Stunden gehen in den sogenannten nicht monetären Bereich. Und ich fange mal oben an. Hier haben wir den Begriff der Suffizienz. Also, was bedeutet das? Das bedeutet eine echte Lebensstiländerung. Wohlstandsballast abwerfen. Ich bringe wahrscheinlich Eulen nach Athen, wenn ich Ihnen von Minimalismus was erzählen würde. Ja, das Internet ist voll davon. Und das geht in diese Richtung. Der zweite Begriff ist der der Subsistenz. Subsistenz heißt Dinge selber machen, also Dinge selbst produzieren. Also man kann Erziehung produzieren, man kann handwerkliche Sachen machen, man kann Nahrung machen. Nutzungsdauerverlängerung, Repair-Cafés, ne? Fallen in diesen Bereich.
Da verbleiben aber natürlich Dinge, die man nicht selber herstellen kann, sondern wo man Spezialisten braucht. Und die Schätzung ist hier, das ist die andere Hälfte. Das sind also diese 20 Stunden, die verbleiben im monetären Bereich. Und da gibt es einen Bereich, das ist die regionale Ökonomie, wo man dann Dinge versucht, möglichst regional herzustellen, Nahrung zu produzieren, was auch immer, und das in einem lokalen Kreislauf, regionalen Kreislauf zu lassen. Und dann ist aber die Frage, kriegt man das so hin, dass Stoffkreisläufe geschlossen worden sind, dass nicht die Stoffe ausgebuddelt werden aus der Erde und dann in die Weltgeschichte so fein verteilt werden, dass niemand sie mehr je einfangen können wird. Das ist ein ganz schön dickes Brett, aber ich erinnere an die Folien davor. Ich denke, es ist alternativlos. Etwas in dieser Art wird kommen. Ob wir das wollen oder nicht, es ist alternativlos, weil die anderen Lösungen noch gefährlicher sind oder noch risikoträchtiger sind. Und alles so zu lassen, wie es ist und einfach weiter so zu machen, ist, glaube ich, die riskanteste Variante überhaupt von allen. Angenommen, wir wollten in diese Richtung marschieren, dann können Sie ja immer noch fragen, ja, alles schön und gut, das ist ja alles graue Theorie, warum passiert nichts? Und hier sind jetzt die drei offiziellen Antworten, warum nichts passiert. Antwort 1, wir sind in einem Dilemma. Die Industrieländer haben ihren Wohlstand gebaut auf etwas, was überwiegend Länder in Entwicklung ausbaden müssen, mit Starkregenereignissen, mit Stürmen, mit steigendem Meeresspiegel, mit Hitzewellen. Und das blockiert die internationalen Verhandlungen, weil genau diese schwachen Staaten jetzt hingehen und sagen, Leute, ihr müsst was machen, wir können nichts machen und sogar ihr müsst was machen und uns dann noch Geld geben, damit wir uns schützen können. Amtliche Barriere 2, warum nichts passiert, die Risikowahrnehmung. Und ich fasse hier ein ganzes Forschungsfeld kurz und auf einer Folie zusammen. Es ist so, dass wenn es richtig rumpelt, dann schauen wir hin. Also Risikoeinschätzung hängt nicht nur von diesen Zahlen, objektiven technischen Zahlen ab, sondern ganz stark von subjektiven Dingen. Und oft ist es so, dass wir am Tropf der Medien hängen, weil Risiken können wir nicht selbst erfahren, sondern Risiken werden uns über die Medien transportiert und daher die unglaubliche Verantwortung, die die Medien haben, das in einer verlässlichen, aber bildhaft plastischen Weise zu tun. Das heißt, Wissenserwerb über Medien wäre eigentlich vonnöten, wird aber in dieser Form so gut wie gar nicht geleistet, wenn man auf die Risikobewertung von Zukunftstechnologien oder auch von der Ich-tu-nichts-Technologie abzielt. Wer sich fragt, was er tun kann, dann ist das ganz einfach. PKW-Ersatz, Strom sparen oder zumindest Ökostrom abonnieren. Und damit meine ich echten Ökostrom, nicht wegzertifizierten, sondern echt mit regenerativen Methoden erzeugten, also Wind, Solar. Dann Ernährungsumstellung, wenig Fleisch und Wohnflächenreduktion.